noch einmal, es ist Beta, aber was wir schon alles machen können, das ist doch einfach herrlich. Erst letztens war auch einer in Trainfever noch mal über Teamviewer. Habe ich dem eine Frage, hatte mir eine Frage gestellt, bin ich über Teamviewer auf ihn Trainfever mal ein bisschen erklären gegangen. Und ich habe Transportfever mit Beta-Test schon begonnen und dann sage ich, schau mal auf dieses Ding-Element. Ach, stimmt, wir sind ja Trainfever und nicht Transportfever. Also mir haben schon von gleich relativ Anfang vom Beta-Test schon Elemente gefallen, wo ich dann im Trainfever jetzt schon vermisse. Was aber alles in Ordnung ist, weil wir bekommen bald Transportfever offiziell released. Ich freue mich auf den Release. Schön. In diesem Sinne versuchen wir diese Straße, vielleicht können wir diese Straße hier noch mal ein bisschen anders abzweigen. Vielleicht macht das so mehr Sinn. Nein, das macht gar keinen Sinn, weil dieses Gleis bis dahin noch gar nicht gezogen ist. Ja. Also. Ihr seht, Bau nicht möglich. Mit der Shift-Taste und M und N kriegen wir das. Ja, typisch Vorführeffekt, ja. Danke. weil ich dieses vierte Gleis dahin gesetzt haben wollte und ich immer die Kollision da bekommen habe. Das Gleis habe ich jetzt schon gesetzt. Ja, Kollision. Klar, darf man nicht vergessen, ich habe da ein Signal. Das gehört natürlich dann weg. Ist. Ja. Aber ich kann jetzt diese Strecke bauen. Läuft dann wunderbar. Wieder auf diese Straßen, vielleicht aber auch eine andere Art Straße. So, Medi. Wenn ich das jetzt so baue, mit Shift-Taste hochdrücke, will er diese Terrain, dieses irgendwie komisch abengen. Aber so eine blöde Ecke sollte man auch nicht bauen. Ja, das Gleisende ist uninteressant. Es war vorher eigentlich bloß zum Demonstrieren, ist jetzt eigentlich nur noch zur Zierde da. Du meinst die komplette Brücke nochmal neu ziehen? Das wäre natürlich auch eine Idee. Ach, siehst, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Könnte man eventuell das sogar anders bauen? Wäre vielleicht noch besser. Also ich setze es nochmal an. Das wäre jetzt ein Test und dir das dann nochmal, mir selber nochmal zum zeigen. Um euch dann nochmal zu zeigen. Klar könnte ich jetzt das bis hierhin bauen irgendwie, aber ich will ja diese Bus und hier fahren die LKW auf dieser Strecke, deswegen möchte ich diese überbrückt haben.
So. Das ist ein bisschen sch ich komme ja von oben nach unten. Das ist das Industrieding da oben ist ja schon oben und nicht unten. Höhenlinien, dann siehst du, dass es da bis zu 100 Meter runter geht. Höhenlinie oder 50 Meter. Ich habe hier unten 140 Meter Höhe. Um es euch auch nochmal zu zeigen, vielleicht ist das noch anderen nicht ausgefallen. Ich habe hier Höhe unter Mauscursor 140 Meter und das andere ist hier oben 162 Meter. Das sind 20 Meter Unterschied. Und das sieht man, merkt man dann schon. Und siehe da. Es snappt zwar jetzt ein bisschen schräg ein, aber ich sag, das passt, das gefällt mir so. Und ich habe keinen so einen Huppel. Gefällt mir. Wunderbar. Sehr schön. Also echt, echt toll. Jetzt klar, im Baumodus sieht man noch auch das alles noch durchsichtig, wie den Tunnel da. Für die neu eingeschalteten recht herzlich willkommen ist im Livestream. Wir haben vorher mal einen Tunnel gebaut und eine Abzweigung im Tunnel. Das kann man gerade nämlich auch schön sehen, kann ich gerade noch mal zeigen. Ist im Baumodus auch sichtbar. Deswegen wollte ich das noch mal ganz kurz zeigen, weil ich gehe jetzt aus dem Baumodus und es einfach zum Betrachten schön. Gefällt mir. Also diese Element war richtig schön jetzt. Konnte ich jetzt so in Train Fever bewusst nicht bauen. Linienüberprüfung, ob die Linien wieder noch anerkannt sind. Jawohl, perfekt. Schön. Ja. Wir bauen weiter. Wir spielen weiter. Machen Spiel pa pausiert raus. Kann ich machen. Ja, das war vorher doch nach dem Umbau haben wir nachher das Hafengeschichte erstmal das Bretterproblem uns angeschaut. Ist richtig, unser 8 von oben meinte, dass wir diese orangene und die rote Linie vielleicht in einer Linie zusammenführen, dass sie sich hier besser verteilen. In Transport Fever ist es mittlerweile, für diese, die es noch nicht mitbekommen haben, so, dass wir Güter hier Lebensmittel anliefern und diese Lebensmittel werden mit einem LKW hierher geliefert, was vorher vorm Umbau, vor diesem Bahnhofsbau hierher geliefert worden war. Und daher auch diese Getreide und die Ochsen oder Vieh hier runter transportiert worden sind, dass der sie hier abliefern, abholen konnte, der Zug. Wir haben das jetzt nachher dann umgeändert, damit der direkt das alles abholen kann, weil das so viel immer war. Ihr seht es auch jetzt hier schon. So viel LKWs hätte ich gar nicht mehr drauf knallen können, wie die Produktion jetzt schon gestiegen ist. Damit das alles. Hier war alles voll und hier war alles voll und die Züge haben das echt nicht mehr gepackt, das alles rechtzeitig wieder reinzumachen, damit die LKWs Leerfahrten immer gemacht haben, weil sagen, okay, da ist voll, dann nehme ich da oben nichts mehr mit, dann sind sie leer gefahren und somit Kosten entstanden und keine Gewinne erzielt. Somit haben wir das jetzt umgebaut und die LKWs fahren jetzt wieder mit Gewinne. Wir möchten aber die Gewinne hier natürlich noch erweitern. Weil das ist jetzt eine Zwischenstation, was in Transport Fever mittlerweile auch schon sehr schön möglich ist. Hier kommt Ware von den LKWs an. Die LKWs können hier dieses Geschäftsgebäude beliefern, aber es ist jetzt nur ein Geschäftsgebäude. Es gibt noch weitere Geschäftsgebäude, nämlich die blauen, alle die blauen. Und wenn ihr seht, wie weit die Geschäftsgebäude sich jetzt expandiert haben, decke ich noch nicht einmal den ganzen Bereich ab. Das heißt, ich müsste noch mal eine LKW-Station in die Stadt setzen.
Es wäre eine Bug-Using möglich oder Feature-Using möglich bis jetzt. Ob es noch aber weiterhin bis zum Release bleibt, kann ich nicht bestätigen, kann ich nicht sagen. Oder ob es noch ein weiteres Element, eine LKW-Ladestation wie eine Bushaltestelle gibt, kann ich so nicht sagen. Wie gesagt, wir sind immer noch in der Beta-Test. Man könnte an der Bushaltestelle die LKWs abladen lassen. Es sind ein paar dagegen, dieses Bug-Using oder Feature-Using zu nutzen, deswegen verzichte ich oft darauf. Somit wäre eigentlich ein neues LKW-Ladestation irgendwo in diesem Bereich notwendig, aber Landwirt, schaut euch mal den Landwirt an, hier bei den ganzen Häusern. Das ist alles sehr schön. Ein Frachter, eine kleine Ecke, die Dreieck hier. Meinst du? Ich bin mit der Maus droben, sagst du, wenn du soweit bist. Wir probieren's. Ich glaube aber nicht, weil das Ding doch schon relativ groß ist. Müsste die Straßen da unten abreißen. Was aber damit auch bedeutet, dass ich diese Häuser hier wieder abreißen müsste. Oder wir bauen das ein bisschen anders. Jetzt habe ich schon gemacht. So. Dann ziehen wir wieder auch für die Stadt zuliebe eine neue Straße, was ich persönlich aber für nicht nett fand. Na, das soll die Stadt selber ihre Straße bauen. So. Ja, eindeutig. Ihr habt gesehen, dieses Haus wäre mit abgerissen worden und es wäre teuer geworden. Entweder das oder das. Also über 1 Million für eine kleine Straße finde ich ein bisschen zu heftig. So, wir kommen zurück zu der Linienführung, bevor ich das doch wieder vergesse. Ich habe immer gedacht, wenn ich selber YouTube oder so Let's Plays angeschaut habe, oh, mach doch endlich das, mach doch das endlich. Aber wie man das von einem Element auf das andere Element kommt, das ist abartig. Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass es doch so extrem was macht. Okay, GL Vieh Getreidetransfer. Das hat sich natürlich erledigt. Das ist ja nicht mehr richtig. Das ist jetzt eigentlich einfacher Lebensmittelwarenverkauf. GL heißt bei mir Güter, Lastwagen, Lebensmittel, was für Art für Güter er produziert, transportiert. In welche Stadt? Globig, war früher der Name VK Verkauf. Ja. Jetzt werden wir diese Haltestellen hinzufügen. Ist es sinnvoller? 1, 2, 3 und dann hier wieder zurück. Eigentlich nicht, finde ich. Eigentlich ist diese Haltestelle jetzt hier doch, die nehmen wir mit, die nehmen wir mit. Wegen Güterbahnhof. Ja, ja, die kommt ja von oben. Die nehmen wir mit, damit Güterbahnhof, den wir später nochmal in. Jetzt im Moment liegt der brach, aber später möchten wir da gerne nochmal wieder ein paar Zuglinien mit anderen Gütern beliefern. Dann wäre das doch hier absolut genial. Wie lange der Stream geht, bis ich keine Lust mehr habe, sagen wir mal so. Er geht noch länger, also. Aber ich denke mal nicht länger wie 0 Uhr oder 1 Uhr. Morgen ist wieder Montag, ich sollte auch wieder schlafen. Ja. Ja, haben wir 18:39 Uhr. Also noch gute, sagen wir mal, 5 bis 6 Stunden.